kommen. Das finde ich aber interessant, wenn man zu dritt hinterm Pult steht. Ja, endlich mal. Ne? Schönen guten Tag, Herr Beuys. Geht's Ihnen gut? Ist das? Das ist er. Das ist er. Gott sei Dank. Weil ich meine, ich hätte ihn sofort erkannt, natürlich auch, er hatte immer einen Hut an. Ja, genau, war sein Markenzeichen. Sein Filzhut, ne? Genau. Hat er spannend. Seine persönliche Strategie drüber, nicht? Also das Filz, ehrlich? Ein Material, was er eben während seines Flugzeugabsturzes besonders geschätzt haben soll, weil ihn der Sage nach die Tataren in Filz und Fett gehüllt haben. Schönen guten Tag. Guten Tag. Wir sind schon mittendrin. Ja, ich höre es. Jetzt würde ich gerne Ihren Namen erstmal wissen. Ja, für nette Menschen gerne Kalli. Kalli, freut ja, mich. Ja. Der Horst. Herzlich willkommen. Der Kolmar Schulte-Golz. Ja. Freue mich auch. Kalli, von wo kommst du? Aus Neuss, Rosella Heide. Ach, bin an Bixheim vorbeigefahren. Ach, guck an, eine echte Nüsser. Mhm. Dann frage ich dich erstmal, Kalli, wo hast du dieses Gemälde her? Ja, das ist schon, ich sag mal, seit den 70er Jahren in meinem Besitz. Ja. Hab das mal erworben, das heißt auf einem Flohmarkt. Ich habe direkt erkannt, war ein Beuys und habe gedacht, also ein Beuys als Düsseldorfer zu dem Zeitpunkt musste haben. Ja. Und wie gesagt, hängt jetzt schon seit dieser Zeit bei mir in der Kellerbar und habe halt gedacht, wenn du mir eine Expertise einholst, dann hier. Und richtig, bevor irgendwann meine Kinder den guten Beuys um Sperrmüll stellen, ja, dann... Ich wusste nicht, dass er sich selber gemalt hat. Ich kann mir aber, wenn ich seine Kunst kenne, nicht vorstellen, dass er sich selber gemalt hat. Und wenn er sich gemalt hätte, würde es wahrscheinlich so aussehen, dass man drunter schreiben muss, wer es ist. Ja, ist natürlich ganz witzig. Joseph Beuys ist für uns alle ein Begriff, weil er den Kunstbegriff erweitert hat und vor allen Dingen eine neue Form von Kunst propagiert hat. Seine Anfänge liegen natürlich in der traditionellen Kunst. Und er hat zum Beispiel am Anfang seines Schaffens sowohl Monumentalplastik studiert, als auch zum Beispiel Grabdenkmale gemacht. Aber richtig gemalt hat er in dem Sinne nicht. Also er hat irgendwann mit diesem traditionell abbildenden Werk total gebrochen und hat im Prinzip eine performative Kunst gemacht. In den 1970er Jahren, wo ich das Bild verorten kann, da hat er wahrscheinlich ganz andere Dinge gemacht. Er hat viel fotografiert, er ist um die Welt gereist und hat seine Performances gemacht. Aber er war natürlich Gegenstand für Abbildungen. Und dies ist einfach ein Porträt, das Joseph Beuys zeigt, das aber nicht erkennbar in einem direkten Zusammenhang mit ihm selbst steht. Auch ist nicht einer seiner Schüler, oder? Das kann kein Mensch sagen. Das kann keiner sagen. Ist nicht signiert, ne? Ich habe keine Signatur gefunden. Sie haben auch über die lange Zeit des Zusammenlebens mit dem Bild nichts ausmachen können. Es war halt einfach immer schön, sagen zu können, ich habe einen Beuys zu Hause hängen. Und ja, das macht doch Eindruck. Ja, ne? Also er ist auch wirklich sehr gut dargestellt, kann man nicht anders sagen. Aber es hat mit dem Werk, mit dem Schaffen des Künstlers in keiner Weise was zu tun. Okay. Ich habe aber gesehen, das Bild ist ziemlich beschädigt. Hier unten sieht man von oben rein, als wenn ein Mäuschen mal ein bisschen von der Pappe gegessen hat. Ne? So bekommen und so gelassen auch. Für mich sieht es eben nach einem wiederverwerteten Bildgegenstand aus. Also diese Bildtafel ist zwar eine Malpappe, ein Malkarton. Auf der Rückseite ist er strukturiert, diese Seite ist glatt. Ja. Und ich denke, man hat etwas wiederverwendet. Aha. Es ist tatsächlich kleiner als der Bildausschnitt dieses ebenfalls gefundenen alten Rahmens. Denn der Rahmen so ist wahrscheinlich zwischen 1910 und 1920 entstanden. Das ist ein Schellackrahmen, der ist auch einfach da gewesen. Man merkt, hier hat jemand künstlerisch tätig sein wollen, ohne dafür viel zu investieren. Also einen alten Rahmen hat er gefunden, dann eben auch noch eine alte Malfläche, ein Malkarton und darauf was Neues geschaffen. Wann ist das gemacht? Du hast gesagt 70er Jahre. Ja, wahrscheinlich 70er Jahre. Ja. Damals war der Höhepunkt von Joseph Beuys in der öffentlichen Wahrnehmung und er war noch Professor an der Kunstakademie in Düsseldorf. Was möchtest du denn dafür haben? 200 Euro. Was meint Kolmar? Also fast jeder unserer Händler könnte das kaufen. Das ist für keinen uninteressant. Und damit bin ich hier bei ungefähr 350 bis 400 Euro. Ja, ist doch gut. Kalli und Schürzschule. Ja, ist doch gut. Ja, besser, als wenn die Kinder da irgendwo in die Tonne Wie gesagt, kommen, die haben keine Beziehung dazu. Ja. Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass die dass das überleben würde sonst. Ja, das wäre auch schade, Kalli. Man hat in falsche Hände gerät. Ja. Mein Lieber. Dankeschön. Ich sag mal, viel Erfolg bei den Händlern. Ja. Grüß mir Neues. Ich komme bald wieder vorbei. Ja, schönen Dank, genau. Ne? Da geht's vorbei. Also, tschüss. Alles Gute, vielen Dank. Laut Schätzung sind bis zu 400 Euro möglich. Aber fallen auch die entsprechenden Gebote? Das sehe ich von Ihnen aus. Grüß Sie Gott. Schönen guten Tag. Grüß Sie auch alle zusammen. Hallo. Sind Sie ein Beuys Schüler vielleicht? Das wäre schön. Nein, leider nicht. Ist es ein Schüler gewesen, der es gemalt hat? Das konnte auch die Expertise nicht rauskriegen, weil es ja leider nicht signiert ist. Ja. Es ist also ein Porträt von einem Beuys, in den 70er Jahren gemalt wohl. Der Rahmen wohl älter, der drumherum ist, aber mehr kann ich leider nicht zu sagen. Er war ein Revolutionär und seine Werke kannst du heute auch noch ansehen in verschiedenen Museen.
Ich starte. 100 Euro ist mein erstes Gebot. Ich mache 180. 200. Der Rahmen alleine ist ja auch schon wertvoll. Der ist ja auch schon etwas älter, also wie das Bild. Ja. 220. 250. 300. Weil ich finde es wirklich sehr ansprechend. Und ich finde es von hier betrachtet, lebt, ganz ne? Es lebt leben, so ein bisschen, und je näher sie kommen, desto Augen, älter wird er. Die Augen, diese stechenden Augen. Ja, 330. 350. Der schaut Anna so um die Ecke, der guckt mich die ganze Zeit an, das ist unglaublich. Ich glaube, da dreht ihr uns eben so. Ich fühle mich auch ziemlich angeschaut. 380. 400. 410. 20. 30. Leck mich fett. 450. 560. 510. 550. Nee, 580. 600. Den Boys zu ehren, das haben wir hiermit geschafft, glaube ich. 700. 750. Ja, keiner mehr? Doch. Doch? Es ist viel, aber ich gebe Ihnen 800. Ich weiß nicht warum, das ist so eine Zockerei jetzt. Würden Sie das denn dem Wolfgang für 800 Euro verkaufen? Der maximale Schätzwert ist verdoppelt. Sehr gerne. Bitteschön. So. 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Ein Boys für mich. Herzlichen Dank. Dankeschön, ja? Bitteschön. Danke. Oh. Ja, dann gut nach Hause. Ja. Adieu, ne? Adieu. Tschüss. Allen noch alles Gute. Ja, danke. Danke. Ja. Danke. Tschüss. Tolles Bild. Das ist wirklich ein wahnsinnig gutes Porträt. Und es ist gut gemacht. Und ich finde auch, dass es uns alle anschaut und diese Perspektive, wenn du von hier ist es ein älterer Herr und wenn du, also ist toll, ist wirklich eine tolle, tolle Sprache. Also meine Erwartungen, die sind mehr als übertroffen worden. Mit 800 Euro hätte ich im Leben nicht gerechnet.